Die Ideenexpo 2009 hat expandiert. Wir haben mehr Platz, wir haben mehr Aussteller, wir haben mehr Besucher und wir haben auch Gäste aus der ganzen Welt. So aus Indien. Herzlich willkommen. Habe ich Sushma? Ja. Hi. Right pronounced? Sushma? Sushma. Sushma. Dann haben wir Akash und Aris. Und dann haben wir noch den Herrn Höltgen. Sie haben uns die indischen Freunde auf die Ideenexpo geholt. Von daher zu Beginn, bevor wir gleich ins spannende Thema reingehen, kurz die Erklärung, wie es kam. Ja, es kommt daher, dass wir vom German Indian Business Center hier in Hannover viele Kontakte nach Indien haben und eigentlich unsere Aufgabe ist, die Geschäftsbeziehung zwischen Deutschland und Indien zu verbessern. Und da ich schon auch das letzte Mal mit bei den Veranstaltern der Ideenexpo dazugehörte, habe ich diesmal dem Aufsichtsrat den Vorschlag gemacht, doch mal indische Studenten hier rüberzuholen, damit wir den deutschen Jugendlichen zeigen, dass Technik nicht nur etwas ist für das Technologieland Deutschland, sondern eben halt auch in einem Entwicklungsland wie Indien großes Interesse hat, wo wir 1,1 Milliarden Menschen haben, von denen wenigstens 300 Millionen technikbegeistert sind. Wahnsinn, Wahnsinn. Also mehr als dreimal so viele, wie überhaupt in Deutschland leben, sind genau. In Indien technikbegeistert. Sushma, very glad to have you here. Especially what we know about India is that India is perfect in computer programming and things like that. But never heard before that there are also female students very interested in technik. Is it a normal way or are you single? Actually, I'm single because there are very few girls in India who are interested in this, yeah. In doing projects actually. And as far as robotics is concerned, our team is the only team in India which is doing this. And projects, there are very few girls who are interested in technology. But why? I don't know. We actually tried to get in more girls into our project, but somehow they lose interest in between. That's a general trend that happens that way. Okay. So, what we have here is a fighting robot, is it right? Yeah, it's a kung fu fighting robot. Kung fu fighting. Yeah. Kung fu fighting. Okay, so you both please try to demonstrate how it works. And Sushma, please try to explain what we see. First, one of you guys wearing this laptop suit. What is it? Correct? It's a bodysuit that yeah. we made for this robot. So after wearing this bodysuit, whatever he does, the robot imitates his actions. Ah, okay. So this can be used in dangerous situations like nuclear power plants where a human being can't go, where it's dangerous for a human being to go. Okay. So excuse me. So you have to know how to fight Kung Fu too. Yeah. Do you? Yeah. You're having a special belt in Kung Fu fighting, whatever? Not special belt, but I am good at Kung Fu fighting of robots. Okay. So please try to show it like here. Just join me. Oh, no, okay. So, Sushma. Yeah. Please try to explain how it works. We made that bodysuit. And in the bodysuit, motors are kept which give feedback as to the position of each joint. Yeah. Each okay. joint in the human body, like elbow, claw, yeah. everything. So once they give feedback of the positions, those are sent over Bluetooth to Akyut, the robot. And then the microcontroller of Akyut receives those signals and then sends those signals to the motors here. Okay. So just let me give me... A short summary of translation. Also, was wir jetzt hier sehen, ist, dass Akash bedient jetzt einen Anzug und der Roboter empfängt Signale und kann dementsprechend hier wirklich auch die Ellenbogenbewegung, die Handbewegung komplett mitmachen. Und der Roboter kann die Bewegung doch wirklich relativ flüssig ausführen. Das Witzige daran ist, dass es tatsächlich Meisterschaften gibt, wo diese Roboter gegeneinander ankämpfen. Sushma, there are competitions worldwide where roboter like him are fighting. Yeah, they fight kung fu matches one-on-one matches they fight, humanoids yeah. fight. So we have participated in a competition called Robo Games, which is also called as the Robo Olympics. Yeah. So it's like the Olympics in robotics. Oh, okay. There we have won a bronze medal. Uh-huh.
So that was what we've done. And this was just the second time we went, we won a bronze medal. The first time we went, we got a sixth position there. And it's actually rare to people getting medals in the first or the second time itself. So that's some kind of achievement that we've got. Also es gibt tatsächlich Meisterschaften, sowas wie Olympische Spiele der Kung-Fu-kämpfenden Roboter im Grunde genommen. Und da habt ihr auch schon Medaillen gewonnen. Sushma hat es schon angesprochen, dass insbesondere für gefährliche Situationen solche Maschinen eingesetzt werden können. Ihr studiert am Birla Institute of Technology and Science in India. What is special about this institute? Birla Institute of Technology and Science, we have a special program called Practice School Program, where actually students have to go to industry to do an internship for 6 months and get hands-on experience as to how industry works. So this is one of the unique features of BITS Pilani. And also we have a Center for Robotics and Intelligent Systems there, which is like was kept like 10 years back. That is like 10 years back, there was nothing called as robotics in India, but that was the kind of forward thinking our college had, and that was how we had a center for robotics in our college, and that is how that is where we work, or that is the lab where we work. So our college is in the forward thinking, in initiating new things, being creative or innovative, it's always stands first. Also es ist ein ziemlich fortschrittliches Institut, wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe. Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und der Ausbildung dort ist ganz wichtig. Man ist pflichtmäßig auch in Unternehmen unterwegs und kann damit also sicherstellen, dass die Zusammenarbeit auch sinnvoll ist und dass dann dabei auch Produkte herauskommen, die man verwenden kann. What's about the feedback on Ideen Expo? Are there many people who understand what we're doing with this robot and how does it work? What's the technology behind? There are different categories of people. If you take kids, school kids, they actually don't understand everything of what actually is happening, but they are actually more creative and innovative of making it work. And then if you see professors or college students, they understand what's happening, and the crowd that's coming here are actually an intelligent lot. They understand many of the things that are happening here. Also grundsätzlich, sagt Sushma, sind natürlich viele intelligente Menschen da, die nachvollziehen können, was passiert und wie es passiert, aber auch natürlich insbesondere die Jüngeren sind erstmal begeistert von eurem Roboter. Ich würde vorschlagen, dass wir es jetzt so machen, weil wir gerade euch hier haben, dass wir einfach nochmal den Roboter auch hier runterstellen und einfach noch ein paar Demonstrationen machen und alle ganz herzlich einladen, jetzt zu uns zu kommen, ins Ideenexpo TV-Studio. Ich weiß, an eurem Stand ist auch jeden Tag viel los, würde trotzdem bitten, dass wir jetzt hier noch ein paar Übungen einfach machen und das einfach weiterlaufen lassen, damit auf der ganzen Ideen-Expo jetzt nochmal gezeigt wird, dieses tolle Exponat, und damit die Leute auch zu euch an den Stand kommen. Thank you for being here. I would like to have you about 10 more minutes in our studio, just for demonstration, for all the people who recognize us on TV, so they can come and they can see and ask you, okay? Yeah. Thank you for being here. Noch was hinzuzufügen, Herr Höltgen, jetzt waren Sie kurz ein bisschen außen vor. Nee, es ist alles gesagt worden. Mit 10 Minuten ist es ein bisschen kritisch, weil die Wettbewerbsbedingungen sind 2 Minuten. Nach 2 Minuten, diese Joints hier, diese Motoren, die hier gebraucht werden, es gibt nur einen Hersteller auf der ganzen Welt aus Südkorea, sagten Sie. Südkorea. Ja. Und alle Wettbewerbe werden mit diesen Motoren gemacht und die sind nach 2 Minuten so heiß, dass man sie abschalten muss. Und deswegen sind die Wettbewerbsbedingungen 2 Minuten, das Ganze zu machen. Ah, okay. Und danach müssen auch die Batterien aufgeladen werden. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass wir jetzt 10 Minuten hier zum alles Laufen da bringen. Dann schalten wir ein bisschen kleiner. Wir sagen, wir haben hier eine kleine Abkühlungsphase und dann werden wir nochmal Gas geben. Jawohl. Und mit den Bildern, also wir machen jetzt einfach weiter mit der Demonstration, halten wir den Kameras auch gerne noch ein bisschen drauf und mit den Bildern verabschieden wir uns dann vorerst mal und melden uns aber auch gleich dann wieder live. Vielen Dank erstmal. Thank you very much. Thank you.